War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tiesa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn Göttin, die Stammmütter ihre Stimmen erheben, lasst deine gläubigen Kinder nicht einstimmen. Der Vergessenheit anheimfallen und all unsere Lieder verstummen. Die verdorbenen Maschinen, sie sind überall. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Den Kanalien in der Verderbnis, den Gemetzel anheimgefallen sind. Nicht den Bruch. Die Ausgestoßene. Sie hat also überlebt. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Aloy! Aloy! Ted? Der Urmutter sei Dank.
Du bist am Leben. Die Ausgestoßene nähert sich. Ignoriert sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle Maschinen verdammt. Das nehme ich lieber mit. Der Mond war zu schnell, zu mächtig. Varl ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wach, leisten wir unseren Widerstand. Bisher sind es 8 Gruppen aus Mutter. Hunde singen werden und mehr sind unterwegs. Gut. Alle wahren Nora werden gemeinsam die Hymne singen. Wenn unsere Hymne uns nur unsere Verstorbenen zurückbringen könnte. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Komm. Komm, lass uns reden. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Kein Platz. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash! Komm jetzt. Ruhe. Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Mit ihnen. Er kontrolliert sie.
Lasst euch befreien! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Oh, Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Maschinen über. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Los, ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus.